Eine Berufung hat ein jedermann, doch mancher denkt, dass er so gar nichts kann. Die Möglichkeit sei ihm gegeben, doch lässt er sie nur teils leben. Dabei ist in ihm eine ungeahnte Kraft, durch die er alles Mögliche schafft. Das Überleben der Stärksten und die Stärke sei im Gedicht. Im Kommerz sei sie niemals nicht. Ohne Kultur der Mensch ist geworden, zum Verfall ist er marschiert. Kein Wunder, dass nichts mehr passiert. Er baut, doch baut er ganz abscheulich. Außen mag es sein noch so bunt, innen ist es gräulich. Die Schöpfung verblüht und zerstört wird schon, bereits verfrüht. Wo ist sie geblieben? Wo ist sie, die Kunst? Ward ihre Geschichte ganz umsonst? Alles pervertiert, alles ruiniert, denn der Mensch die Kraft nicht mag. Da sein Verständnis stets versagt, dümmlich er bleibt und sich ohne Fortschritt nur die Zeit vertreibt. Auch in der Nahrung sich die Kunst findet, doch auch da sie verschwindet. Da er die Zeit mit Belanglosem nimmt, da für ihn mit Mühe nichts mehr stimmt, nur noch auf Technologie ist Verlass, auf Bewährtes ist ein Hass. Der Bildschirm ist sein Gefährte stets, denn er versucht sich niemals mehr eines anderen Wegs. Also, wo ist die Kunst hin verschwunden? Möchte eine Intelligenz alle schaffen in Sekunden? Kunst ist Arbeit und der Mensch verabscheut dies, deswegen des Kunst Zukunft ist mies. Ach, Kultur, wo bist du nur? Warum der Mensch dich hasst, weil er nicht zu dir passt. Doch eines ist gewiss, Gottes Kraft ist auf die Kunst Seite stets, deswegen bleibe ich dabei, weiter geht's.